Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine neue Kapitel-Review, und zwar zum ganzen Kapitel 27. Im letzten Kapitel wurde Hanbei von der Statue weggetreten, allerdings der springt sofort wieder auf und greift mit Masakichi gemeinsam die Statue an. Diese macht allerdings so eine Art Windangriff und schleudert die beiden einfach mal zurück, was ihnen allerdings auch wieder nichts ausmacht. Sie stehen sofort wieder auf und greifen wieder an. Die Statue weicht zwar so ein bisschen aus, Masakichi schafft es jedoch, dieser den Arm abzutrennen, was wiederum weitere Statuen herbeiruft, die sich nun jeweils einen von den anderen suchen, und somit kommt es zu, ja, man kann sagen, Einzelkämpfen. Hanbei muss sich gegen eine Statue zu Wehr setzen, die noch auf so einer Bullenstatue setzt. Die nennen wir jetzt mal Bullenstatue. Saki und Yukihime bekommen auch jeweils eine Statue, gegen die sie kämpfen müssen. Und den alten Mann, den erwischt es völlig am schlimmsten, denn der darf gegen drei Statuen kämpfen. Der steht auch schon zitternd mit der X-Rifle da. Ja, mal schauen, wie er sich zur Wehr setzen wehrt. Währenddessen sehen wir die Leute auch draußen so ein bisschen, die sich halt ja unterhalten. Der Glücksspieler möchte gerne zurück, wie natürlich auch die anderen Leute, die da sind. Der kleine Dieb, der fragt sich wohl, ja, ob seine Geschwister wohl Hunger haben. Und die alte Leute, die schon im letzten Kapitel gesagt haben, ach, wir sind nicht so wichtig, wir sind schon alt, ist es wichtig, dass die Kinder nach Hause kommen? Ja, die unterhalten sich so ein bisschen mit den Kindern, sagen, hey, ja, versucht diese schrecklichen Sachen zu vergessen und lasst uns auch lieber darüber sprechen, was ihr wieder essen wollt, wenn ihr zu Hause seid. Und ja, wie gesagt, quatschen ein bisschen mit den Kindern. Die zwei, ja, Gören, die da mit der Prinzessin unterwegs waren, die warten da brav vor dem Tor, werden auch gefragt, ob die nicht zu ihren Eltern wollen. Darauf reagieren die allerdings gar nicht so wirklich und sagen halt nur, dass sie da warten, dass die Prinzessin wieder zurückkommt. Im Tempel gehen dann die Kämpfe auch los. Hanbei muss gegen diese Bullenstatue kämpfen, erwähnt aber noch, dass keiner dieser Statuen den Tempel verlassen sollen und man da ganz besonders drauf aufpassen soll, einfach weil draußen halt die ganzen anderen Leute stehen und sobald eine Statue da draußen kommt, ist das Massaker wieder groß, weil keiner von den Leuten hat eine X-Gun, eine Rifle, überhaupt keine Waffen mitgenommen und auch keinen Anzug an und damit sind die natürlich gefundenes Fressen für die Aliens. Das verstehen die anderen natürlich auch. Allerdings sieht man schon so schön am Himmel eine weitere Statue so über den Tempel fliegen, die natürlich nach draußen fliegt. Das erwähnt Hanbei dann auch, dass er gerade so eine Statue mal so rübergeflogen ist. Und ist es nicht genau klar, es kann aber sein, dass Masakichi und Saki bereits ihren Kampf schon gewonnen haben. Masakichi schlägt den Kopf vom Alien ab, wobei diese Statue hat mehrere Köpfe. Und es sieht so aus, als ob sich da ein, ja, die sind irgendwie so miteinander verwachsen, dort noch so Masakichi dreht. Saki hingegen hat ihren Gegner mal wieder durchbohrt, die ist mal wieder draufgesprungen mit dem Schwert und hat ihn durchbohrt. Ob die Statue nochmal aufsteht, ja, wissen wir nicht genau. Vom alten Mann und der Prinzessin sehen wir jedenfalls nichts. Und diese fliegende Statue, die landet jetzt vor den Leuten draußen und hat da ja so eine Flöte im Mund. Die Leute sind natürlich alle ganz erschrocken und damit endet das Kapitel. Das nächste Kapitel erscheint dann am 9. Dezember und wird dann auch das letzte Kapitel für dieses Jahr sein. Und ja, wie wird es wohl weitergehen? An sich wieder ein richtig geiles Kapitel. Ich bin auch mal gespannt, was die Statue jetzt mit dieser Flöte machen kann. Wird sie die Leute da, wird sie die Flöte überhaupt einsetzen? Und wird die Melodie, wenn eine Melodie rauskommt, die Leute sofort töten, keine Ahnung, in Brand setzen, schmelzen lassen, platzen lassen? Oder wird sie mit der Flöte die Leute kontrollieren können? Und vielleicht so, dass die Leute auf Hanbei und Masakichi losgehen und die anderen im Tempel? Und die werden garantiert nicht gegen diese Leute kämpfen. Und das ist klar. Oder werden sich die Leute gegenseitig zerfleischen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ich rechne auch nicht damit, dass einer von den anderen Charakteren es nach draußen schafft aktuell. Sondern entweder weitere Aliens auftauchen, bevor man ausgehen kann. Wenn Saki und Masakichi ihre Gegner besiegt haben. Und nach draußen wollen, weil Hanbei, die Prinzessin und der alte Mann diesen beschäftigt. Und vielleicht für die anderen zwei weitere Gegner kommen, sodass sie es nicht da draußen schaffen, dass halt der Glücksspieler mit seinen Zielkräften was macht. Und vielleicht der kleine Dieb, vielleicht hat er irgendwo eine Ganzwaffe aufgesammelt. Vielleicht hat ja irgendeiner von den Leuten, vielleicht die vorher schon totgetrampelt wurden, eine mitgenommen. Dass die beiden jetzt gegen die Statue kämpfen mit der Flöte, das könnte ich mir vorstellen.
Und ja, wie gesagt, ob die Flöte überhaupt benutzt wird, weiß man auch nicht. Die Staaten haben ja alles Mögliche in der Hand, haben aber allerdings die Sachen bis jetzt noch nicht benutzt. Auch muss man sagen, diese Statue mit den Flügeln, die sieht halt ein bisschen anders aus als die anderen. Diese Statue, die wir auch im letzten Kapitel sahen und wo die anderen erstmal dazu kamen, die sehen auch alle unterschiedlich aus, haben aber eine Sache, die sie ähneln sich allerdings doch in vielen Merkmalen. Allerdings, die zwei Statuen, die neben der großen stehen, gegen die der alte Mann kämpft, sehen nochmal anders aus. Und diese fliegende Statue, die sieht auch nochmal anders aus als die anderen. Von daher vielleicht benutzt diese Statue die Flügel. Und was diese anderen zwei kleinen Statuen machen, die dann noch beim alten Mann sind, bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht diese erledigt. Aber die Chance, dass der die Mission überlebt, ist schon nicht mal so hoch gegeben. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wenn diese Statue die Leute kontrolliert mit seiner Flöte und die Welt auf Hanbu Masakichi hetzt, dass dann vielleicht die Profi-Ganzer kommen, die Veterane, und einfach die Leute niedermähen, was vielleicht dann zu einem kurzen Konflikt zwischen unseren Hauptcharakteren und den Profis führt. Das könnte ich mir vorstellen, sofern die überhaupt noch leben, denn die hat man schon überhaupt nicht mehr gesehen. Ich bin mal gespannt, ob die wieder am Ende auftauchen und wenn ja, ob die wieder alle überleben oder ob nicht vielleicht sogar tatsächlich alle draufgehen werden oder vielleicht der Großteil von den Profi-Ganzern. Da können wir mal abwarten. Wie gesagt, Chance für den alten Mann sehe ich jetzt auch noch nicht so hoch. Und Saki, müssen wir auch noch mal abwarten. Die hatte ja bis jetzt einen sehr leichten Kampf, weil ich meine, sie hat sich nur auf die Statue gestürzt und die durchbohrt mit dem Schwert. Mal schauen, ob diese Statue wirklich tot ist oder ob die nochmal aufsteht. Oder ob natürlich auch noch weitere Aliens dazukommen. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die, sofern die Aliens tot sind, gegen die Masakichi und Saki gekämpft haben, dass die dann noch andere Aliens bekommen auf dem Weg nach draußen. Ich denke mal, im ganzen Tempel wird es von Aliens wimmeln. Von weiteren Statuen, die anderen taucht jetzt in dem Kapitel auch urplötzlich hinter irgendwelchen Gebäuden oder so auf oder von irgendwelchen Dächern. Wir dürfen also weiter gespannt sein, wie es weitergehen wird. Und wie gesagt, so viel zu dem Kapitel. Viele Möglichkeiten, was jetzt passieren kann. Wie gesagt, Hanbi wird, denke ich mal, jetzt seinen Kampf gegen die Bullenstatue haben und die Prinzessin, von der haben wir bis auf das eine Bild, wo sie ihrem Gegner gegenübersteht, nichts mehr gesehen. Ich denke einfach mal, sie wird es irgendwie schaffen zu gewinnen. Und ich bin vor allem auch mal gespannt, was mit den zwei Kindern ist, auf die die Prinzessin aufpasst. Denn ich habe halt erst gedacht, die werden halt jetzt offscreen getötet. Da man sie aber jetzt im letzten Kapitel noch sah, haben sie vielleicht nochmal eine größere Rolle, vielleicht noch eine wichtigere Rolle, sodass man sie vielleicht nicht offscreen tötet. Bin ich mal gespannt. Was mich nur verwundert ist, dass die gar nicht ihren Anzug mitgenommen haben. Wobei man hier vielleicht noch sagen könnte, das lag daran, weil der Raum so voll war. Weil ich meine, der Raum, der ist aber fast aus allen Nähten geplatzt vor der Mission, weil so viele Leute, die da waren. Und wenn man sich jetzt die Leute anschaut, die noch leben, ich sag mal, mehr als die Hälfte ist bereits verreckt. Ich bin auch mal gespannt, wie lange diese Mission gehen wird. Und natürlich, was wir für einen Boss bekommen werden. Was mich aber wirklich sehr, sehr freut, ist, dass wir neue Aliens haben. Sicherlich, man kann argumentieren, hey, das sind ja auch wieder Statuen. Aber wenn wir es genau nehmen wollen, hatten wir auch im Hauptmanga 2 Missionen mit Statuen, Tempelmissionen, als auch die Rom-Mission, weil das waren ja auch Statuen. Und von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm, weil die Statuen hier in ganz E halt völlig anders aussehen. Und es sind einfach andere Aliens. Ich denke mal, diese zwei Wächterstatuen, das war so eine Art Easter Egg, was man eingebaut hat. Um halt so ein bisschen eine Anlehnung an die dritte Mission vom Hauptmanga zu haben. Und weil diese Statuen natürlich auch wirklich sehr oft in Japan vorkommen, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber im Tempel haben wir bis jetzt nur neue Statuen gesehen. Ich bin auch mal gespannt, wie es mit dem Boss ist, was das sein wird, ob das vielleicht
wieder dieser tausendarmige Buddha-Kanon sein wird oder ob wir hier auch etwas Neues bekommen. Auch da bin ich tatsächlich schon mal wirklich sehr drauf gespannt. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare zum Kapitel, als auch was der Boss sein könnte. Und dann würde ich mal sagen, mehr wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.